Hallo und herzlich willkommen zurück zu Total War Three Kingdoms. Mein Name ist Apex Bull und ja, wir sind in ein bisschen, in einer Misere. Lady Boo hat uns den Krieg erklärt und wenn man sich das so anschaut, alles was rot ist, gehört ihr. Sind das. Also man kann sich vorstellen, in was für einer Situation wir gerade sind. Also nicht gerade die beste. Naja, wir müssen aber das Beste draus machen. Als allererstes werden wir mal versuchen, hier die kleineren... Übrigens, mit Kakao sind wir, glaube ich, auch im Krieg. Nein, sind wir nicht. Gut. Gott sei Dank. wir werden auf jeden Fall versuchen, hier jetzt die kleinen Vasallen von Lady Wu einem nach dem anderen zu besiegen. Und hier werden wir mit Liu Dai beginnen, haben unsere Armeen eigentlich schon mehr oder weniger in Position. Hier unten ist noch eine Armee von Shang Yan, wie auch immer man das ausspricht. Schauen wir kurz aus, in welcher Beziehung das Ganze irgendwie zu Lady Wu steht, beziehungsweise ob es überhaupt tut. So, wie heißt der Typ? Wirklich? Da, Shang Yan, ja, der ist halt da oben. Und einfach mit uns im Krieg. Verbündete sind Lady Wu. Und Yan Shu. Ah. Schauen wir mal, hat irgendwer Bock auf Frieden? Okay, die Lady Wu vielleicht. Die will natürlich extrem viel dafür wahrscheinlich. Okay, die brauchen, wollen wirklich viel. Sonst, Liu Yao. Er will wahrscheinlich auch extrem viel. Eure verräterische Zunge ist unerträglich. Viel. Will auf jeden Fall. Okay, wir werden hier auf jeden Fall jetzt vorstoßen. Und unsere Feinde zerquetschen. Wir haben drei volle Armeen momentan. Die hier ist von den Einheiten her unsere beste. Vom Training und der Erfahrung her ist Liu Bei natürlich am besten. Und die ist auch sehr gut, was die Erfahrung angeht. Vor allem bei den Fernkampfeinheiten. Na gut. Haben wir noch Bewegungsreichweite hier? Ich glaube nämlich nicht. Nein. Okay, wir werden die Runde mal beenden. Und schauen, ob jetzt irgendwer auf uns zumarschiert. Oh, da war irgendwas hier unten. Mhm. Ein Hinterhalt, ja. Wie zum Teufel hat uns der einen Hinterhalt gelockt? Der ist direkt neben uns gestanden. Aber okay, wir werden diese Schlacht mal delegieren. Nicht delegieren, Blödsinn, selbst spielen. Bloß nicht delegieren. Wie zum Teufel ist der jetzt... Ganz ehrlich, manche Dinge verstehe ich im Spiel einfach nicht, aber okay. Diese Armee ist nämlich eigentlich sehr gut, das heißt, wir sollten jetzt nicht die größten Probleme haben. Wir haben auch noch einen Vorteil, was die Kavallerie angeht. Das heißt, wir werden versuchen, unsere Kavallerie zu sammeln. Und irgendwie hinter die Reihen des Gegners zu reiten. Ja, wir sind zahlenmäßig unterlegen, allerdings die Erfahrung ist auf unserer Seite. Auch unsere Bogenschützen etc. sind sehr, sehr gut. Also da... Wie sieht's aus? Also 1, 2, 3, 4 Regimenter Bogenschützen, wir haben auch 4. Okay. Okay, Moment, Pause. So. Okay, das ist schlecht. Hier sind keine Einheiten in der Nähe, die irgendwie unsere Belagerungswaffen oder die Bogenschützen beschützen könnten. Entschuldigung. Zwei unserer Generäle sind hier vorne. Hier... Der ist viel stärker als Fafu gegen Jiang Ao. Und wenn ich das richtig herauslese, ist eben der Feind stärker. Das heißt, wir werden das mal ablehnen. Hier, der Streiter kann jetzt gerade kein Duell eingehen, weil wir gerade abgelehnt haben. Ansonsten, ja. Okay, hier sind natürlich noch viele gegnerische Einheiten versteckt. Aber...
Wir werden mal schauen. Alle unsere Speereinheiten sind hinten. Die Säbelmiliz ist hier vorne. Und die Kavallerie... Ah, na, das ist hinten. Das ist vorne. Speereinheiten sind vorne, Säbelmiliz hinten. Kavallerie auch hinten. Es sieht so aus, als hätte er hier seine Bogenschützen wirklich nah an unsere Kavallerie postiert. Das bedeutet, wir werden das mal ausnutzen, beziehungsweise probieren, das hier auszunutzen. Und werden mit unserer Schockkavallerie direkt reinreiten. Hoffentlich nicht unter unfassbar großen Verlusten, weil sich da irgendwo noch Speerkrieger verbergen oder sonst was. Das wäre ziemlich bitter. Okay, hier Marodeure des Schwarzen Berges, ziemlich gute Einheiten. Ich würde sagen, wir schicken unsere Generäle mal schleunigst hier in die Mitte. So. Die Speerkrieger sollen hier versuchen, irgendwie eine Abwehrhaltung einzunehmen. Uiuiui, das wird schwierig. Hier die holen und ihr werdet auch noch hier gehen. Schauen wir, ob wir irgendwie unsere Bogenschützen beschützen können. So, hier haben wir noch mehr Kavallerie. Die Kavallerie soll einen Ausfall wagen und hier hinten hin gehen. Hoffentlich sind da keine Einheiten. Wie gesagt, wir müssen schauen, wo befindet sich der Gegner überhaupt. Ansonsten. Unsere Säbelmiliz hier. Soll sich auf die Yi-Miliz stürzen. Die Bogenschützen können eigentlich versuchen, hier mit ihren Feuerpfeilen den Wald abzubrennen. Das ist keine schlechte Idee. Hier haben wir auch noch Feuerpfeile. Versucht's mal hier die Kavallerie zu treffen. Das wäre ganz gut, weil die wird sich wahrscheinlich auch auf unsere lieben Bogenschützen stürzen. Zumindest macht das Kavallerie auf jeden Fall gern. Okay, die hier stehen in Bereitschaft. Schauen, was sie tun können. Die haben alle schon Aufgaben. Gibt es wen, der denn noch keine Aufgaben hat? Ja, die Belagerungswaffen. Artillerie. Wir werden mit der Artillerie noch kurz warten. Sie sollen mal stehen bleiben. Und die Brandgeschosse einstellen. Okay. Soweit, so gut. Wir werden uns mal anschauen, und zwar in Zeitlupe, was passiert. Ja, beschossen werden wir natürlich. Unsere Kavallerie. Ah, jo. Wie gedacht, hier sind feindliche Einheiten. Allerdings. So. Schauen wir mal, dass wir die Situation irgendwie unter Kontrolle kriegen. Hier könnt ihr rein. Hier rüber. Und hier dürft ihr auf die linke Seite. Und falls den Gegnern vielleicht irgendwie in die Flanken. Da die Belagerungswaffen sind am Ende. Das ist... ja, da können wir wenig tun. Unsere Bogenschützen laufen so oder so weg. Wir versuchen hier die Kavallerie etwas zurückzuschlagen. Diese Kavallerie, zack, hier rein, sofort. Wo ist die restliche Kavallerie? Die ist hier, das passt. Die fliehen auch schon. Ihr müsst weg von den Speerträgern, und zwar schleunigst. Hier sofort. Na, zu den anderen Bogenschützen. Schauen wir, dass man die irgendwie... Wer flieht? Okay, die Belagerungswaffen, die fliehen natürlich, das ist klar. Du hast hier einen Debuff, wunderbar. Kurz wieder auf Pause, wir schauen uns an. Hier auf jeden Fall unser Vorteil. Ihnen da in die Flanke fallen und schauen, dass wir die hier überwältigen. Das wäre super. Hier oben kümmert sich unsere Kavallerie drum. Da sind schon ein paar geschlagen. Unsere Belagerungseinheiten, wie gesagt, am Arsch. Jo. Hier kann die Kavallerie auch was reißen. Und da werden wir jetzt unsere Bogenschützen mal zurückziehen. Die haben noch nicht allzu viele Verluste erlitten, dürfen hierhin. Hier oben sind auch nochmal Bogenschützen. Von wem werden die
bedrängt. Die werden hier von den gegnerischen Generälen bedrängt. Schauen wir mal, vielleicht können wir sie hierhin zurückziehen und unsere Speereinheiten hierhin schicken. Passt, okay, soweit so gut. Schluck Kaffee. Zigarette anzünden. Na, Feuer leider kaputt. Leider. Okay, in dem Fall keine Zigarette. In dem Fall. Go. Hier scheinen wir also wirklich einen Vorteil zu haben. Da ist auch gut. Unsere Kavallerie, jo, bewegt sich dorthin, wo sie hin soll. Hier, feuert. Hier, sofort weg von hier. Und diese Kavallerie fällt denen hier in die Flanken. Bloß nicht von... in die zweiten Lagerungseinheiten. Ihr, denen könnt ihr in den Rücken fallen. Das ist gut. Da, ganz normaler Kampf, alles in Ordnung. Der Stratege haut ab. Kurz nochmal auf Pause. Die hauen hier auch ab, das ist nicht gut. Hier in der Mitte bricht relativ viel. Was machen unsere Einheiten hier? Setz das mal ein. Vielleicht fliehen die dann. Einen müssen wir auf jeden Fall... Kann nicht duellieren, passt. Einen müssen wir auf jeden Fall hier hinschicken. Schick mir unseren Streiter von hinten in die Gegner. Der Wald brennt, das ist gut. Was auch gut ist, wir können jetzt hier rumreiten und denen in den Rücken fallen. Oder wir machen zuerst das. Stopp, eine so, eine Kavallerieeinheit, denen in den Rücken fallen, die brechen bald mal. Die andere soll hier hinreiten. Bogenschützen raus. Okay, da ist eher schlecht. Die sind voll in die Sperrinfanterie rein. Wo ist die andere Kavallerie? Die ist hier drinnen, das ist gut. Die darf dann hier in die Flanke reinreiten. Ihr kümmert euch nochmal um die Bogenschützen. Perfekt. Okay, da. Und momentan noch alles in Ordnung. Ja, die Belagerungseinheiten werden wir definitiv nicht in den Kampf schicken. Und da fangen sie an zu fliehen. Wunderbar. Für diese Beleidigung töte ich euch. Ist ein General gefallen? Ein gegnerischer? Jo. So, auf die hier. Du steig... nicht absteigen, sondern hier hin. Ja, Feiglinge. Okay, das hatte auch einen ganz guten Effekt. Zurück mit euch und nochmal den Ansturm. Die andere Kavallerieeinheit ist hier. Zack, rein da. Der Stratege ist wieder da. Soll am besten auch hier rein, von hinten. Okay, es scheint sich ziemlich zu wenden. Unsere Einheiten hier sind endlich im grünen Bereich. Hier hinschießen. Wieder passen auch. So, wie schaut's aus mit den anderen Kavalleristen? Die wollen wir nicht komplett verlieren. Ihr. Zack, rein hier. In die Flanke, in den Rücken. Okay. Weiter geht's. Sieht gut aus. Drückt vor Bogenschützen. Kavalleristen hier auf die Bogenschützen, die auch schon fliehen. Okay, nice. Jo, wir verfolgen die alle noch. Und werden sie so stark dezimieren, wie es überhaupt nur geht. Rache. Gibt eh nur noch in diese Richtung was zu tun. Hier geht auch noch. Okay, ja, da reitet die Kavallerie den Rest noch nieder. Super. Okay.
ziemlich geil, dass hier wirklich alles abbrennen kann. Es gibt natürlich einen Moral-Debuff. Ich meine, in dem Fall ist egal. Ich glaube, die Einheiten brennen nicht ab, sonst wäre das jetzt ziemlich blöd. Ist aber nicht so. Vielleicht kann die Kavallerie die noch verfolgen. Kavallerie, bereit machen! Zack, jo. Macht sie platt. Okay, ich würde sagen... Oh, da können wir auch noch. Unsere Armee hat sich auf jeden Fall sehr wacker geschlagen. Es war gar nicht so schlecht, unsere Taktik hier. Gut. Würde sagen, das reicht. Okay, Gefecht beendet. Knapper Sieg, whatever. Okay, wir haben den Gegner wirklich stark dezimiert. Problematisch ist, dass wir diese Einheiten eigentlich gebraucht hätten. Und zwar, um den Vasallen von Lady Wu anzugreifen, aber... Egal, in dem Fall so. Kämpft ihr mit Überzeugung, so seid ihr unbesiegbar. Wir haben fast dreimal so viele gekillt. Wir wollen den Nachschub. Mir nach. Mein Feuer wurde neu entfacht. Ansonsten... Okay, die sind hier Gongdu mit dem im Krieg, gut. Jo, hier Garantie für Autonomie. Es scheint sich ziemlich viel gegen die Lady Wu zu wenden. Wang Quang, Krieg angeschlossen. Friedensvertrag, oje. Also sie hat einen Feind weniger. Hammer. Kakao, Lady Wu hier. Ja. Sie hat doch relativ viele Feinde. Rebellion der Gelden Turbane hier, Liu Shang, Han Kaiserreich, Gongdu und uns. Ja, Schauen wir mal. Haben wir einen Spion verfügbar? Nein. Hier könnten wir uns einen holen. Könnten hier jemanden rekrutieren. Und den zu ihr schicken, am besten den hier. Lady Wu. Fuck you. Einsetzen. Passt. Zwar viel Kohle, was da jetzt draufgegangen ist, aber das passt schon so. Unsere Verluste sind wirklich in Ordnung gewesen. Hier macht es den noch platt. Im Namen von China zur Erneuerung der Ordnung. Angriff! Jo, das werden wir delegieren. In your face. Der Himmel hat unsere Leidenschaft belohnt. Ja, 700. Was haben wir denn, den Besen oder was war denn das? Wir wollen eigentlich hier, glaube ich, können wir. Wir haben nur 61 Verluste. Nehmen wir die Einheit und das Einkommen. Lauf zurück zu euren Herren. Möge der Wunsch die Leidenschaft zurück in unser Land, bitte. Marschstellung. Puh. Ja, verwenden wir die Marschstellung. So, was machen wir jetzt hier? Wir warten noch auf die nächste Runde und dann marschieren wir weiter. Ansonsten. Hier haben wir auch Krieg, oder? Mit Wang Lang. Muss das kurz an. Nein, warum ist er dann rot hier? Weil er so eine schlechte Meinung von uns hat, oder was? Beseitigt Chaos! Okay, na, wir haben keinen Krieg mit dem. Gut. Hier sind wir also noch sicher. Passt alles.
Wie gesagt, Ziel des Ganzen ist es, ihre Vasallen auszuschalten und irgendwann werden wir sie dazu bringen, Frieden zu schließen. Hier der Typ. Mhm. Sind wir auch nicht im Krieg, oder? Nein, ist der gleiche, gut. Oder? Nein, ist nicht der gleiche. Es ist wirklich schwer zu sehen, vor allem weil ich auch noch farbenblind bin. Das ist absolut beschissen. Hier Kakao. Das passt. Fahren wir ganz kurz, mit denen sind wir wirklich im Krieg. Hier. So. Denen hier. Oben sind wir auch im Krieg, sehr interessant. Ja, ist aber nicht so wichtig. Na gut. Wir schauen uns mal die Gebäude an. Wir können ein bisschen bauen und das kann jetzt momentan auf jeden Fall nicht schaden. Hier könnten wir mehr Nahrung produzieren. Wir haben sau viel Nahrung. Da müssen wir ein bisschen aufpassen wegen der öffentlichen Ordnung. Wir können hier auf das Einkommen bei der Landwirtschaft gehen. So, dann hier. Können wir eigentlich hier diese Komturei für Bewässerungsarbeiten bauen? Wie sieht's hier aus? Was ist da der Unterschied? Nur die Nahrungsproduktion eigentlich und das andere bringt halt mehr prozentuale Einkommensdinge. Gut, hier, das passt. Mangelnde öffentliche Ordnung, ja. Werden wir uns dann darum kümmern, wenn das abgelaufen ist. Hier. Donghai. Können wir auch noch was bauen? Das war ja eine Handelssiedlung. Deswegen. Uns nochmal das Einkommen an. Ja, Handel sehr viel auf jeden Fall. Können wir hier den Marktplatz bauen? Passt. Okay, und das war's eh schon mit dem Bauen. Die Armeen. Können hier stehen bleiben, ist alles in Ordnung. Charaktere. Die Lady Bian ist natürlich wie immer unzufrieden. Wird immer unzufriedener. Die alte Bitch. Hier. Level 5, das heißt, er kann eine neue Fähigkeit erwerben. Er hat relativ viel Schockkavallerie hier. Und das wäre Instinkt, also sehr gut. Aber das passt super für die Einheiten. Hat eh alles Instinkt, ja. Passt alles. Okay, wir könnten hier die Beweglichkeit holen. Moral bei Angriffen. Hier. Rüstungsdurchdringender Schaden, Nahkampf-Angriffsrate plus 40%, er selbst. Das ist nicht schlecht. Hier hat er eine passive Stärkung, also einen Buff. Und hier, ja, wir werden hier letzter Ansturm nehmen. Instinkt, viel Wissen, cool. Anwenden. Sonst gibt es irgendwas? Nein. Jo, ist in Ordnung. Des Weiteren, ja, du bist natürlich auch immer unzufrieden. Jedes Mal. Fuck you. Wie schaut's mit unserem Spion hier aus? Der ist noch nicht rekrutiert worden. Lady Wu scheint momentan keine Generäle zu suchen und auch keine Hofadeligen. Naja, ihr Pech. Wir können die Runde eigentlich beenden. Und schauen, was so passiert. Lady Wu braucht lange zum Laden, das ist verdächtig. Ihr braucht uns nicht zu fürchten. Yuan Shu will einen 17 Nahrung will er.
hölzernen Fisch und einen Haucher will er für den Nicht-Angriffspakt. Yuan Shu. Wo bist du denn hier? Hat den Kakao als Vasallen. Können wir das ein bisschen anders auch noch verhandeln? Nein. Wir können diese Nahrung eigentlich ziemlich locker wegtraden. 10 Runden. Wenn uns der jetzt noch den Krieg erklärt mit dem Kakao, haben wir wirklich ein Problem. Das heißt, wir werden es annehmen. Auch wenn es schweineteuer ist. Okay. Nicht mit uns im Krieg, gut. Auch nicht mit uns. Mhm. Ein Spion ausgesandt, der passt. Zweiter Besuch. Ah, da geht's wieder um den schlafenden Drachen. Ihr kehrt zum zweiten Mal zum Häuschen des schlafenden Drachen zurück. Ihr trefft Shugeyun, seinen Bruder, sowie seinen Wahlvater, doch nicht den Gesuchten selbst. Das frustriert euch langsam. Ja, wir werden wieder zurückkommen. Was erstrebenswert ist, sollte nicht leicht zu bekommen sein. Ihr ließt euch nicht abschrecken, vergaßt euren Stolz und sagtet, ihr würdet zurückkehren. Okay, es ist Zeit hier anzugreifen, glaube ich. Na, da geht aber einen komischen Weg. Lasst eure Wut aus! Hier mal aushungern. Schlagt sie nieder! Das ist gut. Wir haben keine Nahrungsmittelversorgung. Zur Eroberung. Und es ist auch noch keine Entsatzerarmee in Sichtweite. Ja, wir werden die aushungern. Ihre Armee ist gar nicht so klein. Mit aller Kraft! Und dann, wenn es dann soweit ist und sie ein bisschen Verschleiß erlitten haben, greifen wir an. So, was machen wir hier unten mit dieser Armee? Das ist die große Frage. Hm. Hier müssen wir nirgendwohin vorrücken. Das sind alles neutrale Nebensiedlungen. Mit Kakao haben wir auch keinen Krieg, oder? Nein. Hm. Gute Frage, wie wir das machen. Also nur mit Liu Dai hier Krieg. Mit Wang Quang hier oben. Ja, da interessiert uns wenig derweil. Liu Biao, naja, du, mit Kai Mao, den wir nicht sehen. Okay, es ist so wie es ist dabei. Wir können noch ein bisschen bauen. Langche. So, was wollen wir? Die werden immer unzufriedener, die Pfeifen. Wir werden sie hier hinschicken. Freut euch, euer Herr ist zurückgekehrt. Soll hier mal für... Ha! Das war eine Mission, genau. Ah, I forgot. Ja, okay. Wir haben hier wen hingeschickt, toll. Können uns eine Mission vom Rad holen, Rad anberufen. Sollen ein Gebäude aus der Siedlungsverwaltung errichten, okay. Das sieht mir hier nicht so schlecht aus. Das wollen wir nicht, das erzeugt mehr öffentliche, weniger öffentliche Ordnung. Okay, das dürfte doch ganz gut sein, Einkommen aus allen Quellen. Nice. Okay, hier oben wird belagert, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin ja gespannt, was die Lady Wu als Reaktion auf unsere Aggressionen macht. Ansonsten Eigenschaften erhalten, Verständnis. Gebäude, das ist klar. Hier könnten wir irgendwo noch was tun. Nein.
nur die mangelnde öffentliche Ordnung, sonst passt sie eigentlich überall, außer hier im Beihai. Aber da ist sie generell noch sehr hoch. Okay, gut. Wann liegt's? Veränderung dieser Runde, Bevölkerung, Gebäude und hier. Führt mit Stärke. Bevölkerung, Gebäude, ja. Egal. Wir beenden die Runde. Und schauen. Lady Wu lädt immer sehr lang. Ah, da unten. Kommt jemand den Fluss entlang? Er greift uns also an. Sehr interessant. Ja, okay. Wir werden diese Schlacht natürlich schlagen. Allerdings machen wir das erst in der nächsten Runde. Diesmal ein bisschen kürzer, weil das ist gerade ein guter Schluss. Gut. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Mir macht es wirklich immer sehr viel Spaß. Hinterlasst doch einen Like, Comment oder ein Abo, wenn es euch wirklich gefallen hat. Ansonsten auch konstruktive Kritik ist total in Ordnung. Ich freue mich über alles. Gut, bis zum nächsten Mal. Euer Apex Bull. Ciao.